Hey Leute, es heißt ja immer, man soll keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern machen. Im Normalfall ist das auch vollkommen okay. Aber wenn wir das Ganze auf Facebook beziehen, ist das schon ein bisschen anders. Wir Jungs benutzen ja Facebook nicht für besonders viele Dinge. Yo, Bro, Bock eine Runde Xbox zu zocken? Yeah! Sieht die heiß aus. Sieht die heiß aus. Oh shit. Nächstes Bild. Nächstes Bild. Nächstes Bild. Wozu brauche ich einen Fernseher? Ich habe Facebook, um Fußball zu verfolgen. Nein, zum tausendsten Mal. Ich mag kein Farmville spielen. Gut, es mag sein, dass es ein paar Ausnahmen gibt, aber auf die wollen wir heute nicht eingehen. Viel interessanter wird es aber, wenn wir uns jetzt mal die weibliche Seite anschauen, was die da so auf Facebook treiben. Klappe ab. Hast du gesehen, was er auf meine Pinnwand geschrieben hat? Hast du gesehen, was sie auf meine Pinnwand geschrieben hat? Hey Süße, hast du gesehen, dass ich auf deine Pinnwand geschrieben habe? Oh mein Gott, ich liebe dieses Bild! Like. Oh mein Gott, das ist nicht ihr Ernst. Wer ist die Tussi, die dir auf die Pinnwand geschrieben hat? Sag's mir, sonst bist du gleich solo. Wollen wir uns gegenseitig als Schwestern hinzufügen, auch wenn wir es gar nicht sind? Ist voll trendy. Ja, hey Jesse, kannst du die Bilder von letztem Wochenende hochladen? Was? Du hast die Bilder schon hochgeladen? Ich schau sie mir gleich an. Markierung entfernen. Markierung entfernen. Markierung entfernen. Markierung entfernen. Ich liebe dich auch, mein Baby. Best friends forever. Oh, Zeit für einen neuen Status. Sometimes when I close my eyes, I can see nothing. Oh, ist das süß. Ja, hey Jesse, ich bin's Mama. Könntest du vielleicht ein paar Bilder rausnehmen? Ich heiße ja Svenja, aber jetzt nenne ich mich Svenja. Das ist absolut trendy und niemand wird mich aufhalten. Und anstupsen. Like. Das bin doch nicht. Doch, das bin ich. Markierung entfernen. Oh mein Gott, mein letztes Profilbild ist erst 2 Tage her. Wird Zeit für ein neues. Ist das weit genug unten? Kussi! Was haltet ihr von den neuen Kandidaten bei Germany's Next Topmodel? Welches Miststück schreibt da an die Pinnwand meines Freundes? Der Status ist sowas von toll! Like! Du glaubst nicht, was sie auf meinen Eintrag geantwortet hat. Das trägt sie nicht wirklich. Wie kann sie sowas anziehen? Markierung entfernen. Oh mein Gott, ist der Typ heiß! Ja, Jesse, ich schick dir gleich meinen Link, den musst du dir angucken, der ist sowas von heiß! Oh mein Gott, hat der heiße Fotos! Ich muss ihn definitiv anschreiben! Hi! Ah, er hat zurückgeschrieben! Ich muss ihn definitiv treffen! Facebook, warum sagst du, dass er in einer Beziehung ist? Der Typ kann mich mal, aber ich habe die beste Idee ever! Ich schreibe jetzt, dass es mir scheiße geht und wenn mich jemand fragt, warum, sage ich ganz einfach, geh dich nichts an. Ha, ich bin so fies. Wollen wir nicht in Facebook angeben, dass wir verheiratet sind? Na, weil das alle besten Friends forever machen. Oh mein Gott, ist die Katze süß. Like, 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 like. Anstupsen. Super Wochenende mit meinen Babys mit 10 I's verbracht. DM hat eine eigene Facebook-Page und H&M auch. Like und like. Ja, das sind zumindest die Eindrücke, die ich in den letzten Jahren so bekommen habe. Natürlich kann es auch sein, dass es vollkommen anders abläuft, aber jetzt würde mich mal interessieren, wer von euch Männern kennt diese Situation bei Frauen? Und im Gegenzug dazu würde ich von euch Frauen gerne wissen, welche von den Dingen, die ich gerade im Video genannt habe, auf euch zutreffen. Und von welchen ihr euch total distanziert fühlt und sagt, stimmt doch gar nicht. Ich nenne mich jetzt auf jeden Fall mal Christian auf Facebook. Nee, das ist irgendwie dumm. Aber dafür like ich jetzt ein paar süße Katzenbilder, denn Katzen sind so niedlich. Und dann sieht man sich im nächsten Video. So, das war's jetzt mit dem Video. Und wie schon gesagt, würde ich von den Männern gerne wissen, welche Sprüche euch von den Frauen bekannt vorkommen. Und Frauen, Hand aufs Herz, welche Sprüche sagt ihr wirklich, macht ihr wirklich und welche treffen gar nicht auf euch zu. Dann würde ich mich echt mega freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, denn so sehe ich, ob euch dieses Format gefällt und ob es weitere von diesen Videos geben soll. Und wenn ihr weitere Vorschläge habt für Dinge, die sagen, tun, machen, irgendwas, schreibt es in die Kommentare. Dann wäre es noch saugeil, wenn ihr mir auf Instagram folgt und alle weiteren Informationen zu mir gibt es auf meiner Facebook-Fanpage, meiner Twitter-Page oder meiner Webseite christus.de. Alle Links nochmal in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.